Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos und die Roboter spielen Fußball. Ein guter Schuss. Ich hab ihn. Hopp. Leo, jetzt du. Leo konzentriert sich überhaupt nicht aufs Spiel. Er beobachtet ein Flugzeug. Leo! Scoop gefällt es gar nicht, dass Leo abgelenkt ist. Scoop möchte weiterspielen. Aber die Flugzeuge am Himmel sind so schön. Hallo, spielt ihr Fußball? Nicht mehr. Hey, Jungs, und in welcher Mannschaft darf ich spielen? Was? Du? Ja, ich. Kannst du denn Fußball spielen? Ihr werdet ja sehen. Willst du bei uns mitspielen? Wir sind doch schon zu dritt. Lea kann für mich einspringen. Danke. Und ich schaue mir eine Weile die Flugzeuge an. Das Spiel geht weiter. Hepp! Lea hat den Ball. Ein Pass zu Lifty. Er schießt. Wow. Tor! Lea macht das richtig gut. Oh, wow! Leo ist in der Zwischenzeit zum Flughafen gefahren. Hier wird etwas gebaut. Auf der Start- und Landebahn ist ein Stau. Die Flugzeuge können weder abheben noch landen. Ach du meine Güte. Hier muss ein Kontrollturm gebaut werden, damit die Flugzeuge wissen, wann sie abheben und landen dürfen. Schaut mal, wie viele Teile Leo gebracht hat. Lasst sie uns zusammenbauen. Wände für das Erdgeschoss. Blaue Paneele. Gelbe Zylinder. Rote Platten. Und in dieser Kuppel arbeitet der Fluglotse. Das Dach. Noch ein Teil der Kuppel. Die Antenne. Und die Türen. Der Kontrollturm ist schön geworden. Und groß. Lea hat den Ball. Tor! Wie es aussieht, sind die Roboter vom Fußballspielen müde. Oh, der blaue Roboter ist vor lauter Erschöpfung umgekippt. Roboter, was ist denn da am Himmel? Das sind die Flugzeuge, die Leo sich angeschaut hat. Warum fliegen sie immer noch im Kreis? Oh, Leo ist ja noch gar nicht zurück. Du hast recht. Lasst uns nachschauen, wo er ist. Leo hat den Kontrollturm gebaut. Der Fluglotse sein. Der Fluglotse arbeitet ganz oben im Turm. Ich komme da gar nicht hoch. Der Aufzug fehlt. Ihr braucht eine Plattform. Das Dreieck passt nicht. Und das Quadrat? Nein. Und die runde Plattform? Oh ja, die müsste passen.
Na also, passt! Juhu! Und hoch geht's! Wow, so viele Knöpfe. Jetzt kann Lea die Flugzeuge anweisen. Das rote Flugzeug verlässt die Landebahn. Das lilafarbene Flugzeug startet seine Motoren. Es hebt ab. Die Landebahn ist frei. Das orangefarbene Flugzeug landet. Es ist noch ein Flugzeug gelandet. Schaut mal, ein rosafarbener Roboter. Wow. Möchtest du Fußball spielen? Los, gehen wir! Prima, jetzt können die vier Roboter gegen die vier Autos spielen. Dann macht's noch mehr Spaß. Hä? Scoop, war das ein Tor? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Hallo. Oh, Roboter, hast du dir wehgetan? Ich glaube, ihm geht's gut. Der rote Roboter hat's eilig. Er packt seinen Koffer. Fertig. Roboter, beeilt euch. Wir müssen los. Der lilafarbene Roboter nimmt seine Schlittschuhe mit. Der blaue Roboter packt auch seinen Koffer. Es ist Zeit, zum Flughafen zu fahren. Doch die Koffer sind noch nicht gepackt. Nein, den Kühlschrank nehmen wir nicht mit. Beeilt euch, Roboter. Euer Flugzeug ist schon da. Mach den letzten Koffer zu. Ladet die Koffer ins Auto. Und los geht's. Hier ist das Flugzeug. Es wartet auf die Roboter. Oh nein, die Gangway rollt zurück. Das Boarding ist schon abgeschlossen. Rotes Flugzeug, Starterlaubnis erteilt. Die Roboter sind zu spät gekommen. Das Flugzeug ist schon in der Luft. Ja, Lea. Die Passagiere haben ihr Flugzeug verpasst. Wieso das denn? Sie haben beim Kofferpacken rumgetrödelt. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt ja den nächsten Flug nehmen. Aber hier draußen ist es kalt und langweilig. Wäre es nicht toll, wenn es ein richtiges Flughafengebäude geben würde? Hallo! Wir haben die Teile gebracht. Hey! Das Fundament ist fertig. Brrr. Den Robotern ist inzwischen richtig kalt. Roboter, helft auch mit. Prima.
Bald werden unsere Freunde ein großes, warmes Flughafengebäude haben. Hier sind die Teile. Roboter, zieh sie hoch. Der Turmdrehkran stellt die Wände auf. Bam, bam, bam. Jetzt die Fenster. Ein großer Bogen. Das wird der Eingang des Flughafens. Hier kommt ein kleines Café hin. Tische. Sitze. Die Abflugtafel. Und das Dach. Der Roboter setzt das letzte Teil an seinen Platz. Das Flughafengebäude ist fertig. Freunde, kommt rein! Hä? Oh, Lifty hat ein Ticket gefunden. Interessant. Plätzchen? Dankeschön. Und eine Tasse Milch, bitte. Die Autos und die Roboter wärmen sich im Café auf. Bedient euch! Unser Flughafen ist toll geworden. Und es ist warm. Rotes Flugzeug, du darfst landen! Die Roboter scheinen es überhaupt nicht eilig zu haben. Roboter, ihr müsst zum Boarding. Na los, beeilt euch. Flugticket bitte. Um an Bord gehen zu können, braucht jeder Passagier ein Flugticket. Der blaue Roboter kann sein Ticket nicht finden. Hä? Stopp! Wo ist dein Ticket? Ich glaube, das gehört dir. Lifty hat das Ticket gefunden. Oh, du darfst an Bord. Die Roboter steigen mit ihren Koffern ins Flugzeug. Oh je! Dieses Mal haben es die Roboter rechtzeitig geschafft. Puh, das war schon wieder knapp. Dass die Roboter immer so tollpatschig sein müssen. Wer möchte Plätzchen? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Wir sind auf dem Flughafen. Und da kommt Lea. In ihrem Ladekasten ist ein kleiner, pinkfarbener Koffer. Lea will wohl verreisen. Die Roboter haben auch ihre Koffer gepackt. Was macht der blaue Roboter denn da? Versucht er etwa ins Flugzeug zu springen? Bums, das war wohl nix. Hallo,
Was macht ihr denn da? Die Roboter versuchen Lea zu zeigen, dass sie im Flugzeug mitfliegen wollen. Bist du ein Taucher? Nein, ein Vogel. Lea scheint den Roboter nicht zu verstehen. Ein großer Vogel. Ein Flamingo. Hallo. Sie wollen ins Flugzeug. Das stimmt, Leo. Doch um ins Flugzeug zu gelangen, brauchen sie eine Gangway. Wir bauen eine Gangway. Leo entlädt die Teile, die in seinem Ladekasten sind. Zuerst bauen wir die grünen Teile zusammen. Fahrgestell und Kabine. Jetzt sind die Räder an der Reihe. Die Kotflügel sind lila. Frontscheinwerfer und Stoßstange. Stützbeine. Über diese Gangway gelangen die Roboter und die Autos ins Flugzeug. Sitze. Lenkrad. Und die Türen. Die Gangway ist fertig. Schau mal, wie der Roboter sich freut. Möchtest du damit fahren? Die Gangway fährt ans Flugzeug. Und die Stützbeine fahren aus. Die Roboter schnappen sich ihre Koffer und rennen zum Flugzeug. Nein! Oh nee, da stimmt was nicht. Roboter, kommt runter! Warum schaukelt die Gangway denn so? Eines der Stützbeine fehlt. Wo könnte es denn sein? Dein Ladekasten ist leer. Komm, wir gehen zu Lifty. Lifty, der Gabelstapler, hat einen Laden. Vielleicht finden wir ja da ein Stützbein für die Gangway. Lifty, wo bist du? Hallo. Kommt mit. Lifty hat in seinem Laden drei Stützbeine gefunden. Sucht eins aus. Dieses Stützbein ist zu lang. Und das ist zu kurz. Das Gelbe müsste passen. Na prima. Dankeschön, Lifty. Ihr habt was vergessen. Leos Mütze. Die Roboter werden langsam ungeduldig. Roboter, da kommt Leo. Es ist Zeit, das Stützbein zu montieren. Na also, jetzt ist die Gangway stabil. Lea ist schon im Flugzeug. Aber die Roboter scheinen sich nicht zu trauen. Habt keine Angst. Tschüss.
Tschüss. Die Gangway rollt zurück und die Türe schließt sich. Das Flugzeug startet die Motoren. Leo, Lea und die Roboter gehen auf Reisen. Das Flugzeug beschleunigt und hebt ab. Guten Flug! Oh je, die Koffer! War ja klar, die vergessen immer irgendwas. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Wir sind auf dem Flughafen. Rotes Flugzeug, Landeerlaubnis erteilt. Lea arbeitet als Fluglotse. Sie sagt den Flugzeugen, wann sie landen und starten dürfen. Das rote Flugzeug fährt auf seine Parkposition. Und was tut sich im Flughafenterminal? Sollen wir nachschauen? Leo und Lifty bauen ein Gepäckförderband. Das ist das letzte Teil. Lifty, schalte es ein. Lifty, der Gabelstapler, drückt auf den Knopf. Das Gepäckförderband läuft. Und wo ist das Gepäck? Lass uns nachschauen gehen. Das Flugzeug ist doch schon vor einer Ewigkeit gelandet. Die Passagiere sind schon von Bord gegangen. Die Roboter laden das Gepäck aus. Warum dauert das denn so lange? Roboter, beeilt euch bitte! Der rote Roboter wirft die Koffer runter. Und die beiden anderen fangen sie auf. Sehr gut. Oh, das sind aber viele Koffer. Oh, ich hab ihn. Es sind keine Koffer mehr im Flugzeug. Hallo. Braucht ihr Hilfe? Hallo! Wir sind mit dem Ausladen fertig. Oh? Wie es aussieht, sind die Roboter fix und fertig. Hallo! Wie wollt ihr denn all die Koffer zum Terminal bringen? Oh. Tja, Roboter? Lasst uns ein Fahrzeug bauen. Ja, genau. Dann können wir die Koffer transportieren. Lea und Leo hatten beide zur selben Zeit dieselbe Idee. Lasst uns die Teile zusammenbauen. Karosserie. Motor. Zwei Räder. Diese beiden Räder kommen auf diese Seite. Und diese beiden auf die andere. Es sind also vier Räder. Fahrerkabine. Fahrersitz. Schalttafel mit farbigen Knöpfen. Pedale. Lenkrad. Zwei Türen.
Und was ist das? Der Kühlergrill. Frontscheinwerfer. Warnleuchten. Eine Kupplung für den Anhänger. Windschutzscheibe. Das Fahrzeug ist fertig. Ihr könnt die Koffer doch nicht in dieses Fahrzeug laden. Wartet mal. Wir brauchen Anhänger. Ja, du hast recht. Los, gehen wir. Unsere Freunde sind zum Hangar gekommen, um passende Anhänger für das Gepäck zu holen. Ein Traktor mit einem Anhänger? Nein. Ein Schubkarren? Nein, für Gepäck ist der nicht geeignet. Aber den Robotern scheint er zu gefallen. Das sind die richtigen Anhänger. Und los geht's! Scoop befestigt die Anhänger am Fahrzeug. Die Roboter, Lifty, Scoop und Leo laden die Koffer auf die Anhänger. Sie haben sie ordentlich auf den Anhänger gestellt. Gut gemacht! Lifty hat einen grünen Koffer gebracht. Und Scoop bringt einen orangefarbenen. Schaut mal, wie viele Koffer Leo gebracht hat. Wir können los. Alle Koffer sind aufgeladen. Gern geschehen. Weil alle mitgeholfen haben, ging das auch ganz schnell. Achtung, Achtung! Das Gepäck kann am Gepäckförderband abgeholt werden. Da kommen die Koffer auch schon. Unsere Freunde haben mal wieder gute Arbeit geleistet. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Hallo, Scoop. Heute ist es leider bewölkt und windig. Ach. Schau mal, all die Blätter. Guten Morgen, Scoop. Können wir los? Hey, Leo. Okay, gehen wir. Hoffentlich regnet es nicht. Die Autos gehen heute zum Picknick. Hier. Plätzchen. Lea wird sich freuen. Auf dem Flugzeug liegen lauter Blätter. Die Roboter können sie gar nicht alle runterkehren. Oh je, der lilafarbene Roboter ist in einen Blätterhaufen gefallen. Hallo, können wir los? Ach, wir haben zu tun. Hier liegen so viele Blätter rum. Und das Flugzeug muss doch sauber sein. Wir können das Flugzeug doch in den Hangar stellen.
Der Hänger ist sehr alt und verrostet. Oh, wow! Ich wusste ja gar nicht, dass wir einen Hänger haben. Ach. Wir sollten ihn neu anstreichen. Ich kann das erledigen. Oh! Oh! Vielleicht sollte ich hier bleiben und dir helfen. Legen wir los. Scoop und Lea streichen den Hangar und wir übernehmen das Flugzeug. Der blaue Roboter steigt ins Flugzeug. Er ist der Pilot. Die Propeller drehen sich und die Roboter werden weggeblasen. Stell die Triebwerke ab. Ist das der beste Weg, ein Flugzeug zu bewegen? Nein. Um ein Flugzeug zu bewegen, braucht man einen Flugzeugschlepper. Das ist richtig, Leo. Lade die Teile ab, dann können wir einen Schlepper bauen. Das ist das Fahrgestell, Räder, Kabine, Türen, Warnleuchten, Fahrersitz, Lenkrad, Scheinwerfer und ein Greifer für das Flugzeugrad. Der blaue Roboter sitzt schon am Lenkrad des Schleppers. Er hat vor, das Flugzeug zu ziehen. Oh je, wir haben die Windschutzscheibe vergessen. Stopp! Ich glaube, ich habe sie im Hänger gesehen. Gehen wir. Ich sagte orange. Orange passt besser. Nein, blau. Dann mach es eben alleine. Gib mir die Farbe. Nein. Oh. Was ist denn hier los? Das ist alles seine Schuld. Lea hat mich mit Farbe bespritzt. Sie sagt, die Türen müssen orange sein. Aha. Und du? Ich sage blau. Orange passt aber besser. Wie wäre es, wenn wir die Türen zweifarbig machen? Entschuldigung, Scoop. Gute Idee. Ich habe was gefunden. Wir brauchen eine Windschutzscheibe. Ist sie das, Leo? Wie wär's hiermit? Und das? Da ist sie. Danke, Lifty. Leo wird die Windschutzscheibe zum Schlepper bringen. Oh je, es fängt an zu regnen. Ihr solltet euch beeilen. Die Roboter stehen unterm Regenschirm. Der blaue Roboter hat etwas bemerkt. Leo hat die Windschutzscheibe gebracht. Der Flugzeugschlepper ist einsatzbereit. Der Greifer umklammert das Rad des Flugzeugs. Jetzt können wir es zum Hangar ziehen. Rein mit dir! Prima! Das Flugzeug ist im Hangar. Es regnet immer noch. Möchte jemand Plätzchen? Ja! Schaut, ein Regenbogen. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir zum Picknick.
Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo! Leo, der Lastwagen. Das ist der Flughafen. Leo und seine Freunde warten auf ihren Flieger. Sie haben noch Zeit, um ein bisschen zu spielen. Die Roboter spielen Fangen. Flug 1, 2, 3, hat Verspätung. Und was tut sich auf dem Flugfeld? Der Tanklaster befüllt das Flugzeug mit Treibstoff. Ich glaube, wir können bald abheben. Die Roboter langweilen sich. Sie malen lustige Bilder auf die vereiste Fensterscheibe. Hey Roboter, es ist doch genug Platz für alle da. Der blaue Roboter hat einen Ball gefunden. Bang! Hey! Oh, das war knapp! Roboter, man darf im Flughafengebäude nicht Ball spielen. Ihr hättet fast die Tassen zerbrochen. Verpfeift ihr etwa euren Freund? Die Roboter sind traurig. Auf den Abflug zu warten ist langweilig und macht keinen Spaß. Wie können sie sich die Zeit vertreiben? Oh, der lilafarbene Roboter hat ein Spielzeugauto entdeckt. Wollt ihr damit spielen? Die Roboter freuen sich. Flug 1, 2, 3 wurde gestrichen. Das ist ja unser Flug. Und was machen wir jetzt? Dabei hat es doch aufgehört zu schneien. Gehen wir nachschauen. Gute Idee, Scoop. Das Flugzeug steht auf seinem Platz, aber es ist total vereist. Der Roboter versucht, die Eiszapfen mit einem Besen abzuschlagen. Aber nein, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Hä? Schaut mal! Scoop winkt mit seiner Schaufel. Er und Leo scheinen eine Idee zu haben. Das sind die Teile für ein neues Fahrzeug. Für eine Enteisungsmaschine. Eine Enteisungsmaschine. Interessant. Fahrgestell. Eine orangefarbene Plattform. Fahrerkabine. Räder. Rücklichter, Frontscheinwerfer, Warnleuchten, Schalttafel. Mit dieser Spritzvorrichtung wird das Enteisungsmittel versprüht. Der rote Roboter setzt sich auf den Fahrersitz. Und der blaue Roboter wird die Schalttafel für die Spritzvorrichtung bedienen. Die Roboter können es kaum erwarten, das Flugzeug zu enteisen. Oh, das Enteisungsmittel fehlt ja. Wartet! Macht euch auf die Suche! Die
Die Roboter bringen heißen Tee. Sie denken, dass man das Flugzeug damit enteisen könnte. Und womit will Scoop es versuchen? Limonade? Zum Glück weiß Lifty, was zu tun ist. In diesem Kanister befindet sich eine spezielle Flüssigkeit. Wenn Sie das Flugzeug damit einsprühen, schmilzt das Eis. Haha, was habt ihr denn gebracht? Ich liebe Limo. Hurra! Leo freut sich. Lifty hat das Enteisungsmittel gefunden. Roboter, an die Arbeit! Die Spritzvorrichtung funktioniert. Wir können das Flugzeug enteisen. Los geht's! Schau mal, das Eis auf dem Flügel schmilzt. Roboter machen das richtig gut. Das Eis und die Eiszapfen sind verschwunden. Flug 123 ist bereit für den Abflug. Ich bitte alle Passagiere, an Bord zu gehen. Die Autos fahren die Gangway hoch. Die Motoren laufen. Das Flugzeug ist in der Luft. Guten Flug!